Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen magischen Liebesmond-Orakel hier auf meinem Kanal. Wer das möchte, kann sich gerne nochmal das letzte Liebesmond-Orakel anschauen, was ich letzten Monat gemacht habe. Das findet ihr natürlich hier in meiner Playlist, wer das anschauen möchte. Und wir schauen mal, was hat sich denn jetzt verändert? Was wird denn jetzt in den nächsten 4 Wochen von deinem Gegenüber in deine Richtung kommen? Was wird ihn gedanklich beeinflussen? Was wird ihn gefühlsmäßig beeinflussen? Was geht generell in ihm vor oder in ihr vor? Und welche nächsten Schritte hat dieser Mensch in deine Richtung vor? Und welche Schritte wird er dann tatsächlich in deine Richtung unternehmen? Und das wollen wir jetzt hier mit diesem immer noch neuen Liebesmond-Orakel herausfinden. Und wir machen das hier wie immer. Aber erst einmal möchte ich euch etwas zu dem Vollmond sagen. Also, dieses Mal ist das der Vollmond im Schützen, im Sternzeichen Schütze. Und coolerweise bin ich ein Schütze. Also ein herzliches Willkommen an alle Schützen und natürlich auch an alle anderen Sternzeichen. Ja, und der Schütze-Vollmond, der sorgt natürlich für eine gute Stimmung, für eine Freiheitsstimmung. Der bringt hier positive Energien mit ins Gepäck, ne? Das bewirkt er ganz konkret. Und der Vollmondtag, der startet zunächst mit einer Mondpause, die aber nur von ganz, ganz kurzer Dauer ist. Also so, ich sage jetzt mal so Nachmittag ab 15:30 Uhr circa, da fängt dann hier der Vollmond an, ja? Genau. Ja, was noch sehr, sehr interessant ist, das ist, dass genau an demselben Tag eine Konjunktion vom Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter stattfindet, die natürlich nochmal die Chancen auf Glück in der Liebe erhöhen kann und die allgemein Beziehungen und natürliche Gemeinschaften, Partnerschaften, Verbindungen mit anderen Menschen fördern soll. Ja, und das ist auch ganz, ganz toll. Also mit dem Vollmond im Schützen könnt ihr wenig stillhalten oder still sitzen, weil der Schütze, das ist ein Powerzeichen, ja. Also ich kenne das von mir selber, bei mir ist oft der Schütze drin, ich bin freiheitsliebend, ich brauche meine Freiheit, ich brauche natürlich auch, was ich überhaupt nicht mag, das ist Einengung in jeglicher Art und Hinsicht, also das mag ich überhaupt nicht. Und ich bin natürlich auch gerne auf Reisen, ne? Also jetzt mal von einem Schütze zum Schütze-Vollmond gesprochen, ne? Und ja, vielleicht geht es euch ja so ähnlich, vielleicht seid ihr ja auch das Sternzeichen Schütze, ne? Ich will damit nicht sagen, dass, also alle Sternzeichen sind wundervoll auf ihre Weise, ne? Aber ich kann halt hier mitreden, weil ich halt nun mal ein Schütze bin. Und es geht halt ganz einfach darum, dass man vielleicht auch mal lustige Unternehmungen macht, ne? Dass man sich jetzt in den nächsten 4 Wochen, also ich erzähle jetzt auch aus dem Zeitraum der nächsten 4 Wochen, ne? Weil der Vollmond, der wirkt ja nun immer mal 4 Wochen lang hier. Aber in den nächsten Tagen ist es halt hier am stärksten. Das ist heute, morgen und übermorgen. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, sage ich jetzt mal. Die 4 Tage, da wirkt der Vollmond am stärksten. Und wie das natürlich passt, ist es auch mit Wochenende so. Vielleicht wollt ihr am Wochenende irgendwas Schönes zusammen unternehmen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt natürlich mit. Ne, man kann auch Dinge neu ausprobieren, ganz einfach mal. Und ja, die Vollmondenergien unterstützen einen auch über seinen eigenen Schatten mal drüber weg zu springen. Nicht mehr sich so in Ängsten aufzuhalten, sondern auch mal was zu riskieren, auch mal etwas hier machen, zu machen. Und natürlich geht es auch bei diesem Vollmond darum, dass man mal die schönen Dinge im Leben sieht, ne? Dass man auch mal so ein bisschen so schon in die Zukunft reinblicken kann. Hier geht es auch immer um Neubeginne, also ne, Schütze, Vollmond. Beim Vollmond ist ja auch immer so eine Zeit, wo man Altes hinter sich lassen kann, wo was Neues dann beginnt. Und der Schützemond, der gibt uns auf jeden Fall auch nochmal einen richtig tollen Energieschub. Also ihr merkt schon, wie ich gerade drauf bin. Na, also ich merke das gerade schon so richtig. Und ja, man kann einfach mal flexibel sein in dieser Zeit. Ne, man, ja, und wenn man mal einen Fehler macht, scheißegal, gell, dann ist das halt so. Hauptsache, man lernt draus. Wichtig ist halt wirklich hier in einer positiven Energie zu bleiben. Ne, und das ist das halt, was
den Schützevollmond ausmacht. Und dieser Mond heißt ja dann auch der Blumenmond. Und Blumen stehen ja immer damit in Verbindung, dass es eine Überraschung gibt, dass es Zusammenkünfte gibt. Und Blumen sind ja etwas richtig Schönes, wenn man das bekommt. Und das soll nochmal dieser Vollmond ganz einfach hier präsentieren. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen an. Wie ganz gewohnt. Ich mache mal noch ein bisschen hier runter, das Rollo. Eigentlich war es vor uns mal ein bisschen dunkler draußen, gell? Naja, so dunkel sieht es auch nicht aus. Aber egal. So, die Mondgöttin ist bereits bei mir. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Erstmal für alle die, die den Liebesmond, den magischen Liebesmond von mir noch nicht kennen, das ist sowas wie ein Ritual. Es ist kein Ritual, aber es ist so ähnlich, weil der Liebesmond, der magische Liebesmond, den ich hier jeden Monat an Vollmond mache, das ist etwas ganz, ganz Besonderes für das Kollektiv, ja. Und dieser Liebesmond, da beginnen wir immer mit einer Räucherung. Wir klären also das gesamte Feld. Ne? Das ist jetzt nicht nur bei mir, das ist auch bei euch. Also bei jedem, der jetzt zuguckt, bei dem wird jetzt einfach mal das Feld hier geklärt. Ne? Also erstmal so gereinigt. Und das machen wir jetzt natürlich mit Palo Santo, weil Palo Santo vertreibt negative Energien. Palo Santo ist auch dafür bekannt, das nutzen auch ganz, ganz oft die Schamanen, das Palo Santo Holz. Das kommt ja aus Peru, aus Südamerika. Und es ist ganz, ganz interessant. Also ich liebe Palo Santo, weil das hat so einen richtig tollen Geruch erstmal. Und ja, viele, viele Eigenschaften. Ne? So, einmal die Karten reinigen. Ich würde die trotz alledem nochmal... Okay, abklopfen. So, jetzt brauchen wir doch noch mal ein bisschen von der Räucherung, weil das Feld ist noch nicht ganz gereinigt. Ich glaube, das braucht ein bisschen länger, das Hölzchen hier. Okay. Gut, jetzt haben wir es doch. Schön. Jetzt wird richtig gereinigt. So, das Feld wird auch zwischen dir und deinem Gegenüber gleich mit gereinigt. Okay. Also zumindest bei privaten Legungen mache ich das dann so, ne, dass das Feld automatisch bei dir und deinem Gegenüber noch gereinigt wird. Ich sag dann noch was dazu. Ihr könnt ab heute oder besser gesagt ab morgen, ne, ab morgen beginnen die Vollmond, die privaten Vollmondlegungen. Also hier ist dann wieder die Hölle los, das weiß ich. Aber eine positive Hölle. Weil dann immer so viele dann auf einmal buchen und schaut bitte, inwieweit ihr dann noch einen Termin bekommt. Ne? Es sind diesmal nur 3 Tage. Also es ist Donnerstag, Freitag und Samstag. Ne? An diesen 3 Tagen findet nur das Vollmond-Orakel statt, die privaten Legungen und dann ist erstmal wieder zu Ende. Ne? Also danach gibt's das nicht mehr. Und Sonntag tue ich ja hier sozusagen nicht arbeiten, außer wenn der Vollmond mal auf den Sonntag fällt. Ne, dann ist das eine Ausnahme. Aber, wie gesagt, die 3 Tage, die reichen ja. Und dann kann man erst wieder im nächsten Monat buchen. Also wer hier wirklich wissen möchte, was bei dir und deinem Gegenüber jetzt in den nächsten 4 Wochen passiert, was generell bei diesen Menschen hier passiert in den nächsten 4 Wochen, ne, was auf seiner Gedanken-Gefühlsebene da ist und was er dafür Dinge in deine Richtung macht in den nächsten 4 Wochen, dann kannst du gerne buchen. Ne? So, wir beginnen nochmal das Feld zu reinigen. Jetzt wird richtig gesäubert, ne, weil das ist weißer Salbei. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier nicht mein Feuermelder angeht. Wow, also das ist richtig gereinigt diesmal. Hui, das wird gleich wie benebelt. So, es geht also los, meine Lieben. Und ihr lieben Männer, ich möchte euch noch sagen, das kann natürlich auch jetzt eure Herzensdame sein, um die es geht. Ja, oder um euch selber. Ne? Also du könntest dich ja auch jetzt in diesem Liebesmond-Orakel wiederfinden. Und natürlich können auch die Männer auf eine Frau buchen. Ne? Das fand ich ja auch so sehr interessant, dass 2 Männer beim letzten Mal von den 15 Mann dabei waren und da auch
eine Legung gebucht haben, den, so ein Liebesrot-Orakel. Also fand ich richtig toll. So. So, Moment. Ich muss noch ganz kurz was machen, ehe es losgeht. Ach, wisst ihr, wen wir hier nicht liegen haben? Wir müssen ja erstmal das Gegenüber rauslegen, würde ich erstmal sagen, ne? Das machen wir jetzt fix noch. Ah, da ist Sawyer. Da ist Sawyer. So, das ist dein Gegenüber. Ich hoffe, wir kriegen alles hier hin. Und dann geht's los. Also, wir haben insgesamt 13 Karten, die jetzt hier ausgelegt werden, weil normalerweise gibt es nicht nur 12 Mondzyklen, sondern laut den Mayas 13 Mondzyklen. Aber da gehe ich jetzt nicht genauer ein, sonst wird das Video zu lang. Und genau, wir werden jetzt gleich beginnen. Sobald ich hier einen Stopp bekomme, dann werde ich jetzt 13 Karten springen lassen. So, ich möchte bitte jetzt hier für das Kollektiv eine Liebesmond-Orakel, ein Liebes-Vollmond-Orakel haben, wo symbolisiert wird, was in den nächsten 4 Wochen bei diesem Gegenüber passiert, was da in den nächsten 4 Wochen kommt bei diesem Gegenüber. Und das möchte ich jetzt hier haben. Die Mondgöttin unterstützt mich wieder hier. Okay, 13 Karten. Was kommt von deinem Gegenüber in deine Richtung in den nächsten 4 Wochen? So, jetzt haben wir erstmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nicht 13 Karten, sondern 12. So, jetzt rechne ich nochmal nach. Okay, 12 Karten. So, und jetzt wird das Ganze nochmal gemischt. Na, was wollt rausfallen? Oh, hier ist ein Bär. Es kann um die Vergangenheit gehen. Es kann um eine Seelenpartnerschaft gehen, um etwas Altes, um etwas, was vielleicht auch schon lange da ist. Nur mal so eine Nebenbotschaft. Okay. Hier ist nochmal eine Kommunikation über die Vergangenheit, über etwas Altes wahrscheinlich. So, und jetzt geht's los. Die Karte, die jetzt gleich oben liegen bleibt beim Stopp, das ist das Thema von deinem Gegenüber in den nächsten 4 Wochen. Das ist wie Meditation gerade. Ich habe noch keinen Stopp. Stopp. Okay. Das ist das Thema von deinem Gegenüber in den nächsten 4 Wochen. Das ist das Hauptthema, an was dieser Mensch denkt. Das sind die Gedanken in deine Richtung in den nächsten 4 Wochen. Das sind seine Gefühle in den nächsten 4 Wochen in deine Richtung. Das sind die nächsten Schritte, die diese Person in deine Richtung vorhat. Und die 2 Karten sind die Karten, die ganz, ganz wichtig sind. Ne, wo wir sagen können, das würde er tatsächlich in deine Richtung auch machen. Ne? Oder sie, wie auch immer. So, da haben wir dein Herzstück hier drin. Ich hoffe, man sieht das jetzt alles ganz gut. Ich gucke noch mal kurz. Ja, es geht los, ihr Lieben, es geht los. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich muss noch kurz was trinken. Okay, wir fangen an. Puh.
dein Gegenüber denkt in den nächsten 4 Wochen über eine Lösung nach. Das ist jetzt hier das Hauptthema deines Gegenübers in den nächsten 4 Wochen, ja, beim magischen Liebesmond. Und es geht hier um die Zahl Nummer 33, wenn dir das etwas sagt. Wir sehen hier einen Schlüssel. Mit einem Schlüssel kann man etwas aufsperren, mit einem Schlüssel kann man aber auch etwas zuschließen. Hier habe ich die 8 der Münzen, wo man schon sagt, dein Gegenüber möchte hier schon in den nächsten 4 Wochen bei dem Thema dranbleiben, etwas sicher in deine Richtung zu machen. Also dieses Gegenüber findet dir den Schlüssel und findet eine Lösung in den nächsten 4 Wochen, an der ganzen Sache fokussiert dran zu arbeiten mit dir. Ne? Und es kann aber auch sein, dass er hier auch so ein bisschen an seiner eigenen Sicherheit bedacht ist und daran arbeiten wird. Ja, es geht hier in die Erdung. Es soll etwas sein, was man wirklich anfassen kann. Es geht weiter. Welche Gedanken hat er in den nächsten 4 Wochen? Ja, du natürlich, ne? Also man denkt über dich nach, man versucht über dich Klarheit zu erreichen. Dieser Mensch überlegt hier wirklich, ob es da noch eine Chance geben tut, vielleicht auch nochmal hier über die Dinge zu reden, über die Dinge ganz einfach mal umzusetzen. Also das ist so, sind die Gedanken, ne? Wir haben hier aber auch eine Schlange, ne? Und darüber denkt dieser Mensch auch nach. Und entweder ist hier jemand noch in deinem Leben oder in seinem Leben und er denkt vielleicht, und falls da keiner ist, dann geht es um komplizierte Themen, um komplizierte Dinge, die vielleicht bei euch sind. Und man versucht hier einfach mal etwas umzusetzen, damit es hier nicht immer wieder zu diesen Konflikten auch kommt. Weil entweder sind hier wirklich Konflikte, die mit sexuellen Themen zu tun haben, vielleicht klappt es da irgendwie gerade nicht so richtig, oder es geht hier um die Umsetzung. Wenn man was umsetzen möchte, fühlt sich das vielleicht auch total kompliziert hier bei euch an. Na? Und ich möchte jetzt mal eine Klärungskarte schon mal hier drauf ziehen auf die Schlange. Was ist das? Über was macht er sich da Gedanken? Okay, also dieses Gegenüber möchte hier ganz einfach Klarheit erhalten, ob es hier nochmal gut wäre, sich zu treffen, ob man dir vielleicht eine Einladung schicken könnte, auch wenn du vielleicht hier jemand hast. Dieser Mensch möchte eine Zusammenkunft mit dir, möchte mit dir reden. Dieser Mensch denkt hier wirklich darüber nach, das, was hier vielleicht, falls ihr hier wirklich eine sage ich jetzt mal, komplizierte Sache hier habt, ne, dass dieser Mensch das gerne hier in die Harmonie mit dir bringen wollen würde. Und darüber denkt dieser Mensch in den nächsten 4 Wochen in deine Richtung nach. Eine ist noch in den Gedanken, ja, und hier haben wir es, habe ich schon gesagt, es folgen darauf Gespräche, Kommunikation. Man denkt über eine Kommunikation nach. Wir haben ja auch die 7 der Schwerter. Vielleicht ist dieser Mensch aber auch, zieht sich immer mal so von der Kommunikation zurück, lässt nichts von sich hören, ne, und denkt jetzt darüber nach, oder vielleicht bist du auch irgendwie gegangen und denkt darüber nach, mit dir reden zu wollen. Also, im Hauptsächlichen sehe ich hier ganz einfach, dein Gegenüber versucht eine Lösung zu finden. Wie kann ich das mit ihr hier in den nächsten 4 Wochen sicherer machen? Was kommt da? Was kann ich unternehmen? Wie können wir vielleicht über die Dinge reden, die nicht gut gelaufen sind? Wie können wir nochmal über das reden, falls hier noch bei euch jemand anders ist, dass man das ein bisschen anders machen kann, dass man dafür eine Lösung finden kann und dass man hier über diese Themen reden kann, damit wieder mehr Harmonie bei euch beiden reinkommt. Na? So, es geht weiter. Seine Gefühle in den nächsten 4 Wochen in deine Richtung. Mhm. Ja, also das sind schon mal starke Gefühle. Also dieser Mensch brennt auf jeden Fall für dich. Und vielleicht hat dieser Mensch aber auch schon lange Gefühle für dich. Vielleicht fühlt er so, dass du seine Seelenpartnerin bist oder sein Seelenpartner. Und was ich hier aber sehe, ist, dass es hier starke Anstrengungen noch geben wird in den Gefühlen. Also dieser Mensch hat so in den nächsten 4 Wochen so ein paar anstrengende Gefühle in deine Richtung.
ne, sagen wir es mal so. Aber er hält natürlich hier an dir fest. Er ist natürlich dir treu in den Gefühlen. Ne, vielleicht ist es auch ein Freund, dein Gegenüber, der hier freundschaftliche Gefühle auch für dich hegt und pflegt. Aber Gefühle sind auf jeden Fall da und die sind treu. Ne, die sind auf jeden Fall treu. Und dieser Mensch denkt hier auf jeden Fall auch über ein neues Kapitel mit dir nach, ne? Dass man etwas gelernt hat, man möchte nochmal mit dir ein neues Kapitel aufschlagen, ob das nur freundschaftlich ist oder liebestechnisch, auf jeden Fall möchte man den Kontakt zu dir weiterhin haben. Und dieser Mensch denkt auch über die Fülle nach, ja, weil... ja, in seinen Gefühlen fühlt dieser Mensch nun mal die Fülle für dich. Also er ist reich an Gefühlen für dich, so kann man es sagen. In den nächsten 4 Wochen, es sind starke Gefühle, es sind Gefühle, die wirklich treu sind in deine Richtung. Also da muss ich schon mal sagen, ist es ein Gegenüber, was diesmal nicht ganz so extrem komplizierte Gefühle hat. Ne? Weil wir haben ja bei den privaten Legungen ganz, ganz oft, dass hier so ein sorry, meine Stimme ist gerade weg. Dass hier so ein Gegenüber sehr, sehr komplizierte Gefühle hat und die halt auch nicht so sehr zulassen kann. Aber hier sehe ich, dieser Mensch, der hält hier wirklich die Fülle an Gefühlen für dich zurück. Das ist so, mir wird gerade so ein Vulkan angezeigt. Am liebsten würde dieser Mensch dir die ganzen Gefühle so raussprudeln, wie so eine Lava aus dem Vulkan heraus. Na? Genau so. Und das wird ja in den nächsten 4 Wochen interessant sein. Also wir wiederholen nochmal kurz, hier wird es eine Lösung geben, mit dir einfach mal über die Dinge zu reden, die hier nicht gut gelaufen sind, Gespräche mit dir zu führen, darüber wird er sich Gedanken machen. In den Gefühlen sehen wir ja, ihr kennt euch vielleicht schon sehr, sehr lange, es sind starke Gefühle. Auf der einen Seite versucht er hier so ein bisschen die Gefühle zurückzuhalten, auch mit dem Bären, weil der Bär, der steht ja auch für eine Kühle manchmal, zumindest ein Eisbär. Und aber im Grunde genommen hat er hier total treue Gefühle in deine Richtung. Na? So, es geht weiter. Was hätte dieser Mensch denn in den nächsten 4 Wochen in deine Richtung vor? Wir haben hier erstmal einen Sarg. Ein Sarg kann immer für ein Ende stehen, aber auch für eine Transformation oder auch für einen Kummer. Und ich habe hier die 9 der Münzen. Dieser Mensch hat in deine Richtung vor, hier diesen Kummer rauszubekommen, ne? Der hier bei euch die ganze Zeit schon ist. Also sozusagen zeigt sich mir jetzt hier eine Transformation in den nächsten 4 Wochen an, was er vorhat in deine Richtung. Und ich sehe hier aber auch den Mond. Man hat hier schon starke Ängste, ne, ob das überhaupt etwas wird oder nicht. Und dieser Mensch möchte sich aber von diesen Ängsten hier wegdrehen, was dieser Mensch in den Gefühlen für dich hat. Ja, dieser Mensch, der sieht jetzt langsam in seinem Inneren auch immer ein Stück klarer. Also er möchte, dass diese Ängste hier beendet werden. Wir gucken weiter. Hier ist auch nochmal eine Blockade. Ja, und diese Blockade ist deshalb, weil dieser Mensch halt Angst hat. Und er versucht hier wirklich für dich in den nächsten 4 Wochen zu transformieren. Wir haben hier auch die 8 der Stäbe. Entweder versucht er wirklich drüber nachzudenken, mit dir zu reden und dann hat er Angst und kann es doch nicht. Ne? Also ich werde jetzt mal Klärungskarten hier ziehen. Einmal auf den Sarg. Eine Karte auf den Sarg. Okay. Ja, es geht hier um Leidenschaft. Es geht hier ganz einfach um eine Zusammenkunft, um Frieden. Wir haben ja auch den König der Schwerter. Er möchte ganz einfach Frieden schließen mit seinen Gefühlen auch. Und da sehe ich hier mit dem Sarg, dass er hier ganz einfach diesen Kummer raushaben möchte. Ich möchte auch mal noch auf den Mond eine Karte. Bitte noch auf den Mond. Ja, man möchte Klarheit hier haben. Ne? Wir haben die 6 der Kelche. Also vielleicht hat er hier wirklich Angst aufgrund der Vergangenheit. Ne? Und was er sich aber schon wünscht, ist eine Wiedervereinigung. Aber trotzdem stehen ihm hier immer diese Ängste im Weg. Und was blockiert ihn denn da genau? Ja, das Glück. Ne? Also er ist so ein bisschen blockiert, wenn es jetzt darum geht, in deine Richtung auch zu kommen. Wir haben ja auch die 6 der Münzen. Und
Ja, er versucht halt mit den 6 der Münzen in ein Gleichgewicht zu kommen. Geben und nehmen. Er sorgt, er möchte für einen Ausgleich sorgen, ja. Aber irgendwie wird er von seinen Ängsten auch immer so ein Stück weit blockiert, was ich hier sehe. Also, die nächsten Schritte, was er vorhat, ist hier etwas zu beenden, ne? Oder hier zu transformieren, damit hier wirklich mehr Frieden reinkommt. Hier sind halt wirklich Ängste aufgrund von vergangenen Themen, die vielleicht auch Rolle gespielt haben hier bei euch. Aber dieser Mensch möchte hier im Klaren darüber werden, was fühle ich denn generell genau für diesen Menschen? Also wir sehen hier bei diesem Menschen in den nächsten Schritten, dass er hier wirklich rausfinden möchte und Klarheit darüber haben möchte, vielleicht auch, ob du noch Gefühle hast, ja, weil das kommt mir jetzt auch noch rein. Aber hier ist so ein Stück weit eine Blockade. Hier blockiert man so ein Stück weit auch das Glück aufgrund dieser Ängste, ne, in den nächsten 4 Wochen noch. Er möchte aber aus dieser Blockade raus und ich hoffe, dass er sich auch hier befreien wird aus dieser Blockade. Na, weil hier ist nun mal eine Blockade. Entweder blockiert er in deine Richtung oder du blockierst in seine Richtung und er möchte eigentlich, was er möchte, ist wirklich Gleichgewicht in die Sache mit euch reinbringen. Okay, wir gucken weiter. Ja, und die Eulen, die stehen auch hier wieder. Das sind die 2 Schritte, die er tatsächlich dann in deine Richtung machen wird. Ne? Also wir haben hier auch die 7 der Münzen. Es ist halt hier wirklich Geduld gefragt. Es werden Gespräche stattfinden können in den nächsten 4 Wochen. Es wird dazu führen, dass man nochmal über Kummer und Sorgen reden kann hier. Und er wird natürlich auch versuchen, durch Gespräche hier irgendwie wieder so einen Grund und Boden reinzubekommen. Na, also man redet hier dann nochmal. Und was ich hier aber auch noch sehe, ist, das Ganze ist schicksalhaft oder auch wirklich belastet. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, weil das Kreuz hier ist und weil hier auch die 6 der Stäbe mit drauf sind, dass man versucht hier wieder etwas erfolgreich zu machen. Ja, man möchte hier etwas umsetzen. Man möchte über diese Belastungen reden, die bei euch da drinne vorkamen oder halt gerade sind. Das Kreuz mal bitte noch abgeklärt. Ja, also heute haben wir schon eine krasse Liebesmondlegung. Ne? Ja, weil dieser Mensch, der hat nun mal Sehnsucht nach dir und macht sich auch viele Gedanken über Träume und Sehnsüchte auch in deine Richtung. Und wir haben auch die 10 der Schwerter, die sagen, okay, die Sehnsucht, die endet jetzt mal hier, es geht wieder vorwärts, man versucht was erfolgreich zu machen, man versucht jetzt hier in den nächsten 4 Wochen auch mit einer Kommunikation irgendetwas in deine Richtung zu erreichen, damit mal die Belastung endet, ne? Damit das hier mal rausgeht, die Belastung und damit auch mal diese Sehnsucht zu dir endet. Also vielleicht habt ihr ja gerade überhaupt keinen Kontakt und er möchte aber hier Kontakt in deine Richtung haben. Na? Ja, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also, in den nächsten 4 Wochen geht es darum, sein Hauptthema sind hier ganz einfach die Schlüssel. Na? Und die Schlüssel, die versuchen eine Lösung zu finden. Etwas wieder sicher zu machen, an der Sache mit dir fokussiert dran zu bleiben und zu arbeiten. Er hat dich in den Gedanken in den nächsten 4 Wochen und denkt darüber nach, wie kann ich denn in ihre Richtung das hier wieder in eine Harmonie umwandeln, das, was hier falsch gelaufen ist, was hier nicht gut gelaufen ist, ne, dieses Komplizierte. Oder falls hier wirklich noch jemand anders mit bei euch involviert und dabei ist, dass man dann hier nochmal ein Gespräch miteinander führen kann, wie man hier etwas ändern kann, damit es auf jeden Fall sicherer werden kann. In seinen Gefühlen hat er hier starke Gefühle, aber auch freundschaftliche Gefühle und hält aber auch trotz alledem an diesen ganzen Gefühlen mit dir fest. Es ist auf jeden Fall Liebe schon mit im Spiel, aber wir sehen hier natürlich auch, mit dem Hund kann es auch um eine Freundschaft gehen. Und wir haben hier auch die 10 der Kelche. Und die 10 der Kelche, das sind die absoluten vollen Gefühle. Also richtig schöne, extreme Gefühle, ne? Und die hält er aber so ein Stück weit geheim, ja? Und wie schon gesagt, in den nächsten Schritten hat er hier noch ganz schön mit sich zu kämpfen und zu tun, weil
das Denken in deine Richtung zu kommunizieren und das hier dann wirklich umsetzen, das wird ihm noch ein bisschen schwierig fallen, weil er möchte nämlich hier diesen Kummer beenden. Er möchte Frieden wieder haben zwischen euch. Ja? Und, aber seine Ängste werden ihm definitiv noch ein bisschen im Weg stehen. Er wird noch von seinen Ängsten getriggert werden. Und wir sehen hier auf jeden Fall auch mit den Sternen, man wünscht sich hier etwas, man wünscht sich hier etwas so sehr, und zwar, dass hier diese, ach, dass all das einfach so weggesprengt wird, all diese ganze, oh Gott, Leute, was, also, ich bin gerade in so einer krassen Energie drinne. Ja, das also, stell dir vor, du hast hier so eine Kugel, ne? Und da fällt irgendwas ganz Schweres drauf und das zersplittert dann. Diese Ängste, die sollen weg. Alles, was sich an Ängsten in dieser Kugel hier drinne befindet, soll hier mit den Sternen, mit den Vulkanen, mit den ganzen Gefühlen, die dieser Mensch hier für dich hat, gesprengt werden. Also all das, was hier kompliziert zwischen euch ist, das soll weggesprengt werden. Ne? Also so kriege ich das hier rein, diese ganzen Ängste. Er wird sich auch darüber im Klaren werden, warum habe ich hier überhaupt Ängste? Ne? Man wünscht sich hier Gefühle, aber ich sehe bei diesen Menschen auch, dass dieser Mensch auch tief fühlt, dass er, vielleicht ist es auch jemand, der spirituell sein kann, der schon so einen Hauch dazu hat, aber das halt nicht so rauslässt, ja. Und wir haben hier, wie gesagt, diese Blockade noch, ne, in den nächsten Schritten. Also diese Blockade, die muss auf jeden Fall hier weggehen, damit dieser Mensch endlich das Schiff hier nimmt in deine Richtung. So kann man sagen, dieser Berg, der muss hier weg. Und dieser Berg sind nun mal die Ängste, die müssen weg hier, ne, bei ihm. Und dann kann er in deine Richtung kommen und hier mit dir reden. Ne? Wenn er das nicht macht, dann wird er die Kommunikation immer noch blockieren, in seiner Sehnsucht bleiben und das Ganze belastet bleiben. Und das hoffen wir mal nicht. Wir hoffen einfach hier, dass dieser Mensch dieses Hindernis, was ihm hier noch im Weg steht, dass er sich hier diesen Schatten stellen wird. Und dafür steht der Vollmond im Schützen. Er muss sich jetzt hier gerade im Vollmond des Schützen mutig seinen Schatten stellen. Und das sind die Ängste. Und das wird bei vielen Gegenübern so sein. Ja, sich seinen Ängsten zu stellen. Wow, was für eine krasse Energie. Und dann geht es hier darum, über diese Dinge nochmal zu reden und dann hier gemeinsam in etwas reinzufahren. Ne? Gemeinsam in etwas reinzufahren. Wow. Das ist mal wieder eine geile Energie heute. So, mein Lieben. Jetzt möchte ich erstmal, wie immer, das wisst ihr ja schon, dass ich dem gegenüber jetzt Energie erstmal schicke. Okay, ich möchte jetzt, dass dieser Mensch, also dein Gegenüber, um diesen Menschen, um den es hier geht, dass diesem Menschen Energie geschickt wird, dass dieser Mensch Klarheit über seine Blockaden hier wirklich erreicht. Und ich schicke diesen Menschen auch eine richtige Portion Mut mit Erzengel Samuel und mit Erzengel Raphael, der hier diese Ängste auch heilen soll. So, ich bitte Samuel und Raphael jetzt zu mir und ich möchte, dass ihr diesen Menschen, wenn er wirklich dafür offen ist, dass ihr diesen Menschen jetzt diese Klarheit schickt. Die Klarheit über die Ängste, Klarheit über diese Blockade und dass er sich auch mutig jetzt seinen Schatten stellen kann. So, und dann machen wir das wie immer. Wir schicken diesen Menschen jetzt natürlich auch Liebe. Das mache ich auch bei jeder privaten Liebesmondlegung so, dass wir diesen Gegenüber die Liebe jetzt einfach mal zusenden. Und das macht Samuel, der Engel der Liebe. Liebe und Zuversicht für diesen Menschen, um wirklich auf dich liebevoll zukommen zu können. So, und ich sage es auch immer wieder bei den privaten Legungen noch. Wir lassen das hier jetzt nochmal ein bisschen liegen, auch hier den Bergkristall für die Klarheit. Ich sage es auch immer wieder bei privaten Legungen. Diese Energie, die wir diesen Menschen, also durch die geistige Welt schicken, das ist eine
gute und positive Energie, eine lichte Energie, ja. Und falls dieser Mensch noch nicht dafür offen sein sollte, für diese Energie, dann kommt diese Energie zu dir und kann über euer Band Stück für Stück, so wie derjenige das halt hier vertragen kann, langsam annehmen. Weil, wenn jetzt zum Beispiel, passt auf, dieser Mensch, der kann das annehmen, weil seine Gefühle hier offen sind. Die Gefühle sind offen, der Geist ist offen, die Liebe ist offen. Er ist hier schon frei und ne, für die Liebe. Aber hier sind halt Ängste, die aufgrund der Vergangenheit entstanden sind bei ihm. Und die muss er heilen. Ne? Und deswegen kriegt er diese Klarheit, damit er hier drüber springen kann, über diese ganzen Themen. Und wenn aber jetzt bei einem Gegenüber in den Gefühlen das eher so kompliziert aussieht, ne, dann fällt es schwer, dass er diese Energie, die wir ihm dann schicken, aufnehmen kann. Dann kommt die erst zu dir und wird über dein Band Stück für Stück so abgegeben, dass dieser Mensch das empfangen kann. Ne, weil wenn dieser Mensch das nicht empfangen kann, stell dir vor, da ist ein ganz mürrischer Mensch. Ne? Stell dir das jetzt einfach mal vor. Da ist ein ganz mürrischer Mensch, der total negativ ist. Und da kommt so eine richtige, extreme, positive Welle auf diesen Menschen zu. So voll die Menschen, voll in Liebe. Und umarmt diesen Menschen und sowas. Dieser Mensch, der wird ja am liebsten abhauen. Ne? Der kann die Energie nicht ertragen. Der kann die Energie nicht aufnehmen. Ne? Und so ähnlich ist das dann hier. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir ihnen diese Energie geben, weil wir haben nun mal hier diese Kraft und diese Vollmondenergie, dass das dann zu ihm kommt und dann Stück für Stück. Ne? Wenn er das nicht im Ganzen gleich so aufnehmen kann. So, meine Lieben, das war das magische Liebesmondorakel, schon mal das Allgemeine für diesen Monat. Und ja, die Tore sind jetzt offen für euch. Ihr könnt gerne das magische Liebesmondorakel buchen, wer das mag. Also ein paar haben schon vorgebucht, habe ich schon gesehen, ne, weil es dann immer so voll aussieht. Und ja, ich wünsche euch hier noch eine wunderschöne Vollmondzeit in den nächsten 4 Wochen. Ganz viel Liebe, ganz viel Freiheit und natürlich eine ganz gepowerte und geballte Ladung positive Energie. Ciao, meine Lieben.